Greetings, citizens. Ja, ich bin mit jemandem verabredet in Wally's Bar. Bei der Louvre. Den Kontakt hat ein ehemaliger Kamerad vermittelt, nachdem mein bester Kamerad und Freund hier im Börs und ich so ein paar dumme Ideen hatten. Das Ganze fing eigentlich damit an, dass er mir ein Bild zeigte und dann fragte auf, wo er Möbel drapiert hatte, um die jemandem zu zeigen. Und dann fingen wir an, um zu spinnen, so nach dem Motto, er wäre ja ganz geil, wenn man da sein Wohnzimmer drin dekorieren könnte, dann kann man es runterfahren, weil wir uns nicht brauchen, wieder hochholen, wenn man es braucht. Das geht ja leider nicht, weil das Auto-Storage-System hat die Möbel sofort wegräumt, wenn man den Frachtaufzug runterfährt. Und davon kann man dann, weil die Möbel ja auf dem Cargo-Grid einrasten, kam man dann auf die Idee von einer Erweiterung und, warte mal, zeige ich das mal. Nein, Omstar. Und ist klar, also, ja, kam auf die dumme Idee, die Möbel auf dem Cargo-Grid eines Raumschiffs einzurasten und, so nach dem Motto, Achterbahn war gestern, heutzutage ist es anders. Ich habe dann einige, Sitze besorgt und alten Raumschiffen, die habe ich auf das Grid montiert und da kann man dann sich draufsetzen, anschneiden und dann kann der Pilot damit Achterbahn fliegen. Ja, wie gesagt, Rollercoaster war gestern. Ist das die Zukunft? Ja, da haben wir uns dann gegenseitig weiter eingeheizt und Freaky hat dann gesagt, er solange die E1 ja noch nicht lieferbar ist, warum nicht mit C1 um muss, ne? Ja, dann war er hat hier Sitze besorgt und hat dann seine C1 zum Airliner umgebaut, oder Spaceliner, muss man ja sagen. Und ja, so kam eins zum anderen und dann wurde noch eine Taurus umgerüstet und alles Mögliche und naja, wir haben uns also köstlich amüsiert. Das Ganze war eigentlich ja als Joke gedacht. Und da kam man dann auch drauf, ja, das ist doch eigentlich die super günstige Methode für Milizen oder leicht gepanzerte Einheiten, sich einen Dropship zu bauen. Die Dinger sind teuer und nicht immer verfügbar. Und in so einem Miliz halt sagt, ja, wir brauchen so ein Ding ganz schnell. Warum nicht eine Cutlass Black umbauen? Ne? Oder auf was anderes und ja, und jetzt, wie gesagt, treffe ich mich mit jemandem, der ist Kommandant einer kleinen Miliz, wollte nicht ganz so ausdrücken, wo, vermutlich nicht nach Büro oder nix. Ich will auch nicht weiter nach Ohren, es ist nichts Illegales oder so. Ja, und wir haben uns jetzt in Wally's Bar verabredet. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wenn ich dem helfen kann und dabei auch noch ein bisschen Geld verdienen kann, klar, warum nicht mehr. Und einen kleinen Drink, ich bin hier bekomme. Tja. So, oder bin ich wieder? Ja, der gute Mann ist weg. Wir sind uns einig geworden. Und zwar geht's um Folgendes. Er will eine Starlancer Max quasi zu einer Starlancer Tech umbauen lassen von mir. Für Arme sozusagen. Also, oh, was ist denn hier schon wieder los? Bitte über Taurus Software. Ja, Leute, jetzt hier ab und zu mal Netzwerk-Einbrüche. So, ich bin sowieso gerade mal hier.
Dann wollte ich mir mal kurz noch eine Jacke kaufen für meinen Frachtraum, die da in den Schrank zu hängen. Ich hätte immer gerne noch eine zweite. Machen wir das mal schnell. Dann noch rumeiern hier. Ja, ich habe es tatsächlich endlich geschafft, eine Hose auf Presley zu kaufen. Ja. War ein bisschen tricky, auf die Station zu kommen, aber ich kann euch das ja mal was machen. Nicht so dicht, sonst kann man nicht verpuppen. Kann euch das ja mal zeigen. Die Truhe abnehmen. Ja, meine ich. Ja. Schubstiche durch die Gegend geschubst. Ja, das war eigentlich das, was ich ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, das passt doch gut. Ist angenehm, kühl das Outfit, nicht so warm. Und wenn man rausgeht, dann zieht man halt eine dicke Jacke über. Die passt ja eigentlich auch ganz gut darüber. So, ist immer schön warm eingepackt. Weil hier drin brauche ich die nicht. Ist klar, so, das wollte ich nur mal kurz zeigen. Ja, zurück zur Starlancer Max Watch Tech für Arme. Und zwar ist er das Einzige, was der für die Krankenstation. Und die nehmen ja sowieso immer ihren Mörser mit, wenn sie im Einsatz sind. Diese Einbrüche hier, die sind echt nervig. Dass die Übertragungssoftware laufend hakt. Und hinten irgendwelche Store-All-Boxen oder so muss man ja bei der Tech hier hinten auch reinpacken, die werden ja nicht mitgeliefert. Das Einzige, was man jetzt machen muss, man muss halt den Laderaum zum ja, wie soll man sagen, Passagierraum. Also, da wo die Soldaten dann sitzen und ja, und das Schöne ist ja, dadurch, dass man diese Ladezone runterfahren kann, ist das natürlich total geiles Abwurfschiff, ne? Also, das war die Idee dahinter. Schauen wir mal. Well, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Holler. Nothing new to report. Ach nee, ich muss erstmal spielen, so. So, da bin ich wieder. Wollen wir mal Sitze kaufen. Und zwar brauchen wir hier 42 Stück. Dann machen wir 44. Das muss man jetzt im Grunde mal auf die Starlancer Max vom Kaufpreis her aufrechnen, ist er denn, man hat eine. Also 85.800 kostet der Aufpreis, wenn man das Ding zu einem Dropship umrüstet. Mörser vorhanden muss sein. Ein Store-All-Boxen braucht man bei der Talk-Tech sowieso. Also muss das funktionieren. Relativ Schwierigkeit. Und das sind die Stühle, die Ricky in seiner C1 gebaut hat. So, apropos Store-All-Boxen. Wir müssen kurz schauen, wie viel ich davon habe. Und das mal auszuprobieren, wie das geht. Ja, ich habe mich schon mal umgezogen zum Basteln.
Container. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich davon. Dann kann ich eine Seite vollrumpeln und dann hat man die andere Seite noch frei für. Natürlich auch. Geht ja nur ums Prinzip, erstmal auszuprobieren. Und vor allen Dingen was zeigen zu können. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Haar. Bis gleich. So, ich habe das Schiff mal ein klein bisschen dichter an den Aufzug gefahren, damit ich dann nicht immer einen weiten Weg habe. Ja, ist ein schönes Schiff, aber man braucht halt mehrere Leute dazu, um das vernünftig zu fliegen. Da ist meine Raft schon genau das Richtige. Raus hier. Raus, 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 raus. Und dann wollen wir das mal alles vorbereiten. So. Ja, mein Laderoboter kann ich dafür leider nicht benutzen. Der ist zu grobmotorisch sozusagen. Aufzüge runterfahren. Damit man noch rankommt. Dann wollen wir mal die Stühle hochfahren. Und Drake, die Dinger. Das richtig schreien, ne? So, das Hakelproblem gelöst. Die Suche funktioniert irgendwie wieder. Ja, die drei hier, das sind meine privaten. Und ich hatte mich da mit der Menge irgendwie vertan, habe da so ein bisschen falsch gedacht. Das ist ja nicht die Hälfte der Grundfläche, ein SCU, sondern es fehlt ja nur ein Drittel. Die Grundfläche, wenn man RSE-Sitze nehmen würde, das hatte ich mal ausprobiert. Da passen immer drei nebeneinander in einer Reihe, also muss ich hier mit zwei in der Reihe sein. So, jetzt passt aber die Menge. Sieht schon sehr, sehr krass aus hier. Ja, eine Menge Arbeit. Dann fangen wir mal an. Gucken wir mal, wie das funktioniert hier. So, dann sitzen wir, glaube ich, wieder in die Ecke. Das sitzt. Ja, ich habe da noch eine Idee. Man hat ja hier eine kleine Lücke zwischen. Und ich muss mal gucken, ob da so eine kleine Bucht zwischen passt. Wäre ja schön. Dann hätten die Daten ein klein bisschen Stauraum für Sidearm, für Munition. Das Bild ihrer Liebsten. Und auf. Auf zu wackeln da. Doch, keine Fressen. Ist ja immer ganz schön, wenn die da ein bisschen was verstauen können. Na ja, gut, das Dropship wird dann nur für leichte Milizen sein. Leichte Einheiten, also schwere Rüstung oder so wird man hier nicht tragen können. Und aber so ein Umbau ist ja primär auch für Milizen gedacht und nicht für irgendwelche regulären Einheiten. Nur einlassen. Ja, geht doch.
Ja, dann würde ich hier mal munter weiterarbeiten, aber das müsst ihr euch ja nicht die ganze Zeit angucken. Also, ich melde mich, wenn ich wieder was Interessantes zu berichten habe oder fertig bin. So, dann haben wir hier den vorletzten. Und einen letzten holen wir noch. Ja, ist eine elendige Rennerei. Ein bisschen Durst, ein klein bisschen Ruhe. Hätten wir gleich noch was genehmigen. Ja, und wenn jetzt einer fragt, warum hast du nicht näher an dem Hangar geparkt? Ja, näher geht nicht. Der hat nochmal. Die Freelancer hat nochmal so weit ausragende Flügel. Also muss man ein bisschen laufen. Mit dem Atlas kann man das ja leider nicht machen. Der ist so grobmotorisch dafür. Muss man schon ein bisschen Präzisionswerkzeug nehmen. Aber es geht ganz gut. Also, wenn man überhaupt rechnet, also circa 130.000 muss man für die komplette Bestuhlung ausgeben. Ups. Und ein bisschen mehr als eine Stunde Arbeit rechnen und dann hat man eine ganz normales Talent am Max zu einem Dropship umgebaut. Na, die sitzen sich jetzt immer grüppchenweise gegenüber, das hat einen Grund. Und zwar ist das sonst zu eng. Und außerdem können die sich so gegenseitig ihre Ausrüstung checken in den kleinen Gruppen und haben sich gegenseitig ein bisschen im Blick, falls es den Kameraden nicht so gut geht, was ja durchaus mal vorkommen kann. Und außerdem sind Soldaten eigentlich relativ gesellig und können so ein bisschen ein Grüppchen quasseln während des Flugs. So, ja, ich werde jetzt noch mal die Store-All-Boxen ein Packung der Nörser reinfahren und okay. Ja, ich kümmere mich erstmal um das kleine Problem hier und dann melde ich mich, wenn ich soweit fertig bin, beim Lawrence den die Starlands hat Tech for Armor, das Safe-Mate Dropship. Dann mal angucken können. So, dann bis gleich. Jo, haben wir unseren Durst gestillt. Ja, wollen wir unser Werk hier mal begutachten. Ja, ich habe die Talents haben wir ein bisschen wieder in die Mitte gerückt, einmal um den Osa Medivac Nörser da reinzufahren und einfach aus hier auch ein bisschen besseres Licht als da in der Ecke. So. Also man hat hier Platz für 64 Soldaten. Das mal ausprobiert. Ja, wo ist er? An Seite wahrscheinlich, ne? Ja. Hier kommt man nicht durch. Das ist wie gesagt bewusst so, weil man kann jetzt hier zwischendurch gehen. Das ist sonst ein klein bisschen eng, wenn man die halt alle in die gleiche Richtung gucken lassen, dann kommt man da eher doof ran. Diese hat ja auch noch andere Vorteile, hatte ich schon erzählt. Kommt da durch. Um das nochmal zu zeigen, was ich da meinte. Also es ist Platz zwischen den Stühlen und zwar hier genau, da habe ich es gemacht. Fast genau. Eine so eine kleine Helmbox und damit müsste eigentlich auch eine achte
Torohrbox dazwischen passen. Einziger Nachteil ist, die rastet nicht magnetisch ins Cargo-Gurt ein, aber ich glaube, damit kann man leben. So, dann wollen wir den erstmal hochfahren hier. Na, jupp, und wegsinser. Genauso kann man das dann auch runterfahren. Die äußeren Kameraden, die außen, ich wollte hier hin, die können dann auch für Deckung bzw. Deckungsfeuer sorgen. So, es ist halt keine Stalin-Attack, das heißt, man muss Absprüche machen. Aber sieht doch schon gut aus, ne? Das ist doch mal ein Bus. Das ist doch mal. Ja, ist gut Platz hier. Klar, es ist nicht komfortabel, aber es ist ja auch kein Spaceliner. Nicht so wie Freaky C1. Es ist ein Puppentransporter und das, wenn sich jemand hinsetzt, dann kommt so. Oh, mal noch ordentlich Platz hier zu seinen Seiten. Ja, man sitzt sich nicht so direkt auf der Pelle. Auf Öl. Hier hat man noch einen Schalter, um das Ganze hoch und runter zu fahren. Also man muss nicht aussteigen. So, hier haben wir jetzt. Die Aufzüge sind extra frei geblieben. Die kann man auch benutzen zur Not noch. Hier hat man jetzt insgesamt 32 SCU. Jetzt, da kriegt man einiges unter. Da sind immer 8 SCU pro Kiste. Und hier hat man den Medivac, der irgendwie Probleme mit den Stoßdämpfern hat. Ja, man kommt gut an die Tür ran. Man kann zur Not hier auch hinten die Tür noch öffnen. Die Klappe kommt man auch an. Man könnte ihn auch rückwärts reinfahren. Aber es geht doch so. War jetzt ehrlich gesagt auch zu faul, da zu rangieren. So, dann hat man hier einerseits den Lift für den Zugang nach unten. Hinten über die Heckklappe kann man natürlich schneller ein- und aussteigen. Hier kann man auch noch die Waffenkammer benutzen zur Not. Und was halt auch sehr klasse ist, auf dem gleichen Deck, wirklich direkt um die Ecke, ist halt der EVA-Ausstieg. Und wenn man jetzt also ein Fallschirmkommando oder sind voraus, Kommando absetzen will, Spezialtruppen, kann man das hier tun, die haben einen kurzen Weg. Und ja, man kann auch die Truppe, wenn sie denn artig ist, in kleinen Gruppen auf die Messe oben zur Verfügung stellen. Wenn sie sich mal die Beine vertreten, ein bisschen Billard spielen und vielleicht auch was trinken, natürlich kein Alkohol. Weil es ist halt kein Truppentransporter in dem Sinne, also kein Dings, es ist halt ein Dropship und also keine Übernachtungsmöglichkeit, keine Waschmöglichkeit oder so, also die leben dann nicht so ein. Das Ding ist primär da, um die von A nach B zu transportieren und abzusetzen. So, Klappe zu. Dann wollen wir das Ding mal verstauen und in der Hoffnung, dass mein, ich nenne ihn jetzt mal Kunde, damit zufrieden ist. Ja, so einfach baut man sich ein Selfmade Dropship für 64 Soldaten.
Ja, wir müssen das schon heute gewesen sein und ich sage, stay safe.